Okay, Leute, ja. Habt ihr jetzt gerade einen Teamspeak auch gehört? Was? Was? User left the channel. Nein. Nein. Ich hab alle gehört. Da. Oder User joined the channel, irgendwas war's. Anwesend. Hallo. Ah! Hallo Alex! Hi. Wir sind gerade am Aufnehmen. Magst du irgendwas dazu sagen? Dass du ersetzt wurdest zum Beispiel. Alter, das war gerade ziemlich strange. Wieso wurde die Alter, Boss? Hab ich jetzt gerade richtig gehört? Was ist denn der Hallo. Scheiß? Du wurdest leider Gottes ersetzt, weil gewisse andere Herren, um keine Namen zu nennen, Hust, Kleinmatze, Hust, später keine Zeit mehr hat und wir deshalb Zeit jetzt aufnehmen mussten. Ah, und du sollst das gerade am Aufnehmen und ich bin das gerade reingeplatzt. Richtig. Ja. Willst du, bist wenigstens mit dabei. Willst du der lieben Community-Welt irgendetwas zukommen lassen? Ich weiß nicht so genau. Ja, also ich bin der sonst immer mitspielt, gell? Also. Keine Angst, in der Anmoderation wurde erwähnt, dass du heute einen besonderen Tag hast und dass du dich entschuldigen ließest. Ja, jetzt warte doch, aber die haben mich ausgeschlossen, die Schweine. Wir sind schon Runde 3. Diskriminierung! Was ist die Mobbinglampe? Ja. Sorry, Zombie. Und ich habe meine erste Waffe, die ich an der Kiste gezogen habe, war Wunderwaffe. Das stimmt so nicht. Das war die zweite. Lügenmärchen. Echt? Ja. Gerüchte. Wo ist mein Wort, Guy? Ich treffe nichts. Könnte man. Alter Mann, wie ist mich jetzt gerissen? Ich habe mich jetzt richtig gehört, aber User joined the channel. Nee, also, mir hat's da echt nichts gesagt. Aber nicht ich auch nicht. Egal. Mensch, Alex, wie war denn der Tag so? Ich bin. Warte, wie lange bin ich gestanden? Ich hab nach Hause gebraucht ein Viertelstunden statt 25 Minuten. Dank Monsterstau auf der A9. Super! Cool. Klingt absolut cool. Nach einem sehr spannenden Nachmittag. Klingt danach, als wenn kein Stau gewesen wäre, wärst du rechtzeitig da gewesen. Richtig, und wisst ihr wieso? Weil zwei LKWs zusammengefahren sind. Super! Das heißt, die Unfähigkeit von anderen Leuten hat dazu geführt, dass du gemobbt wirst. Ja. So. Dass du gemobbt wirst. Genau. Krass. Wäre ja fast kranker Scheiß, und, oder? Ja. Die Welt ist voll grausam. Ja. Der wird wahr sein. Ich hab viel zu viele Punkte. Ich habe 14.000 Punkte. Und du hast viel, sagst du. Ich habe eine Thompson und eine Raygun und bin glücklich. Ich habe eine Browning und eine Wunderwaffe. Ich bin auch glücklich. Aber ich hätte gerne noch eine Ray. Ich hätte gerne einen MG42, ehrlich gesagt. Aber fürs Erste zieht die Thompson ordentlich. Matze, geh an die Kiste. Geh weg. Das so, ist voll blöd, Raygun. Wenn ich nicht sieg. Was? Raygun? Nein, leider nicht. War ich hab eine Raygun. Welt. Ja. Also wir sind gerade im Haus an der Kiste. Jetzt kommt ein Zombie rein. Er kommt durch die Tür. Hör auf zu kommentieren. Oh mein Gott, was ist das? Ein Home Run. So, du kannst nicht kommentieren. Hör auf damit. Dürfte ich noch die wir drei. Wir spielen hier nicht Plants vs. Zombies. Es gibt keine Football-Spieler. Ja, ach ja. Leute, ich würde gerne die drei Story-Punkte noch loswerden. Ich bin eine Pflanze, ich kann mich nicht bewegen. Leute! Komm, Matze, mach, bevor wir dich noch weiter unterbrechen. Ich bin ein Mensch. Ja, Mädel, ja. Mädel! Also. Okay. Ich wollte vorhin noch anmerken, dass da die ganzen Tests in einer Amnesie endeten für die Hauptcharaktere. Darf ich eigentlich einen einzigen Satz verlieren? Nein! Ohne dass irgendjemand reinquatscht, das ist ja unglaublich! Nein! Das kann unter keinen Umständen toleriert werden. Ich fühle es mich. Es wurde geschlossen abgelehnt. Ich wedle mit dem Schwanz, wenn ich mich freue. Das wollte ich so genau nicht wissen. Unnötige Information. Und ich hoffe sehr stark, dass ihr ganz genau wisst, aus welchem Game dieses Zitat ist. Wenn nicht, dann schaut mal bei dem Trickster auf dem Channel ein Let's Play von einem wunderschönen Point-and-Click-Adventure. Folge 13. Ich bin ein Fan. Ganz genau, das musst du wissen. Okay. Ich denke 13. Also, Amnesie, bla bla. Genau, Amnesie, bla bla. Amnesie, bla bla bla. Und auch auf dieser Map. Zombies, bla bla. Das geht jetzt auch schön um die historische. Historische. Ich unterbreche niemand, okay. Um die historische Bedeutung der Raygun, wo sie herkam, etc. Teddy. Und zwar, Teddy, wurden. Ich hasse dich, ich wollte gerade zur Kiste. Wurden. Baupläne
von Shinonuma zu dem Dr. Maxis geschickt, der daraufhin die Raygun entwarf und die Group 935 diese konstruierte. So, ja, letzteres! Letzteres! Geh weg! Bombe! Ah, sehr schön. Too easy! Letzteres! Passt mich nicht an! Letzteres! Kiste, brauche Kiste! Letzteres! Matze niemals. Ist am Start, Leute! Ist Laber mich rum, Alter. Oh Mann, unglaublich! Ah, Kiste! Also. Labercoin! Letzteres! Ja, laber doch mal weiter! Wunderwaffe DG2 wurde von Dr. Edward Richthofen entworfen. Ich brauche keine Genauso Kiste. Wie. Spezielle Granaten, die spezielle Granaten, die erst in der nächsten, Map kommen. So. Jetzt bin ich aufgehängt. So ziemlich. Matze wiederholt ständig alles. Jetzt bin ich so ziemlich mit der Storyline der Map durch. Ich habe meinen Zoll erfüllt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe 9 Runden gebraucht, weil mich jeder unterbrochen hat. Wenn nicht 10 Zombies auf mich zulaufen würden, würde ich klatschen. Nächstes Mal schaffen wir mehr. Die Bouncing Bat, die hat mir den King geklaut. Danke, danke, danke für den Applaus. Ich bin zutiefst gerührt. Aus deiner Lüge. If you're happy and you know, clap your hands. Oh. Ich heil dich. Du heilst mich. Wir heilen uns. Gegenseitig. Du bist so synchron mit mir, das ist unglaublich. Ihr seid so komisch. Leute, ich muss gerade Zombie-Schnetzel, da habe ich keine Zeit zu singen. Ich bin Deutscher. Ich tue was für mein Vaterland im Gegensatz zu dir. Du bist Deutscher, richtig. Du bist Deutscher und deshalb nicht multitasking-fähig, oder wie sehe ich das? Was? Wieso? Was? Also, wenn das weil wenn die Deutschen damals im Krieg nicht so viel gesungen hätten, dann... Ich begründe meine Aussage darauf, weil ich gleichzeitig singen und schnetzeln kann. Und Ami bin. Zuerst, du bist kein Deutscher. Hast ja, du richtig. Irgendwas von Schnitzel gesagt? Nein. Oh, Schnitzel? Schnitzel? Oh, Essen? Ja, das wäre jetzt schon was. Jetzt so ein Schnitzel? Schnitzeln und Schnitzel ist aber das Gleiche. Um mir jetzt etwas zu sagen, worüber sich mindestens ein Zuschauer freuen würde, also ich hätte jetzt Bock auf Fleisch. Oh ja. Nicke! Oh, eine. Mindestens ein Zuschauer wird sich darüber freuen. Hühnchenrunde. Zipline. Naja, wo seid ihr? Wo kann man die Zipline aktivieren? Da, wo sie dann hingehen wird. So alleine. Am Endpunkt. Also ich bin mal Matze. Ja, wir sind alle bei mir. Jetzt muss ich, bevor wir draufgehen, nochmal einen kurzen Hinweis geben. Schaut mal auf die Level. Ich habe das letzte Mal gesagt, mich nervt mein Level 1. Ha, mittlerweile bin ich Level 20. Ja, er hat etwas Multiplayer gesuchtet. Ja. Vielleicht lade ich mal ein Commentary, wo ich Zeit habe. Wenn es jetzt nicht ganz kacke sind. So wie immer. Wenn sie mal nicht so wie immer sind. Eigentlich hätte ich gestern aufnehmen sollen. Ich hatte eine Runde dabei, die war sogar richtig cool, da habe ich dreimal Hunde geschafft. Würdest du immer aufnehmen, hätte ich die epischen Runden immer aufgenommen. Ja. Das ist richtig, aber den Speicherplatz hat man mir leider nicht. Da könntest du sogar recht haben, Philipp. Erstaunlich tiefgründig. So. Nachladen. Direkt nachgeladen. Was hab ich eigentlich mit dem? Was du ist noch tiefgründiger? Du? Wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone. Nein! Gut so, ich will nämlich gar kein iPhone. Wedel, wedel. Also ich bleib mal hier beim Vlogger und werde den des Öfteren mal einsetzen. Kiste wieder? Und werde den des Öfteren mal einsetzen, wenn ich 20.000 Punkte habe. MG42, gib mir einen MG42. Ich den dann doch noch gerne mal in Action zeigen würde. Ja, erfüllt den Zweck. Geil, ich hab die Zipline aktiviert. Yay, du bist so talentiert. Das hätte ich sonst keiner geschafft. Ja, ich bin unzufrieden mit meiner Browning. Hast du was dagegen? Nein, Teddy, ich hasse dich! Ich hasse dich? Jedes Mal ziehst du den scheiß Teddy raus. Dreimal habe ich ihn halt gezogen. Was kannst du überhaupt? Zombie! Boom! Ab auf die Zipline! Nein, nein, nein! Mach doch die Bombe nicht! Mann, jetzt habe ich keine Zombies zum Töten. Yeah, Zipline fahren, ich will Zipline fahren. Komm, fahren wir Zipline. Komm! Ja, aber nur von oben. Was für Ding fahrt ihr? Zipline. Jungs, was fahrt ihr? Ja, man kann hier also nur drunter. Zipline. Man kann nur von oben runterfahren und nicht von unten rauf. Ha!
dich für ein Gerücht. Was? Nein! Ach, kacke. Fuck. Ha, sag ich doch, halt dich für ein Gerücht. Tschüss, Jungs. Alter, wie bist du gefahren? Ich hab F gedrückt, ich hab um sie zu aktivieren. Revive. Das ist kacke. Ich hatte alle Perks. Nein! Also alle bis auf Quick Revive. Diese Gerüchte von wegen, die kann nur nach unten fahren. Kann ich natürlich nach oben fahren. Danke, wer auch immer den gerade erschossen. Gravity. Fahrt mal irgendwer mit der Zipline wieder nach unten. Nö, ganz sicher nicht. Niemals. Ich verschwende doch nicht meine Punkte dafür. Was kommt's noch? Bitte was, du konntest doch nicht ernsthaft hochfahren. Doch. Doch, natürlich. Ich dachte, man kann nicht runterfahren. Okay, fahren wir noch eine Runde alle gemeinsam. Es ist eine Zipline. Warte, es ist an sich... Lass mich mitfahren. Es ist an sich ein Lastenaufzug. Gut, dass mir jeder zuhört. Ja, wir haben dich gehört. Ja, warte, wir haben nicht alle lieb. Wir verkämpfen uns auf der Zipline. Wir sind echte Helden. Bin du zu stressig? Fahren wir nach unten. Irgendwie traurig. Sowohl das wird die Muni aussieht, ist traurig. Downs. Ich bräuchte jetzt bald eine neue Waffe. Also wie jetzt! Ja, Alter. Ich verschwinde erstmal und kaufe meine Perks wieder. Ich verschwinde erstmal und kaufe mir eine neue Waffe. Ich gehe erstmal zur Zipline. Ich verschwinde erstmal und benutze die Zipline. Nein! Komm her! Ah, oh, es hat wehgetan. Ich bin tot, ich fahre als ich. Warte. Wo? Rechts. Geh in die Zipline und... Alter, ich bin fast tot. Ich bin sowas von fast tot. Eigentlich könnte ich jetzt dafür... ich will nochmal nach oben. Ich will nach oben. Kann ich sie aktivieren? Fahr nach oben. Die braucht jede andere Falle auch einen Cooldown. Niemand. Alter! Wieso? What the fuck? Ich hab den Cooldown, ich kann nicht mal. Seit wann ist man mit Chugger bitte mit einem 2-Hit-Down? Könnte mich mal jemand reifen? Ich hatte mir Chugger gerade gekauft. Ich hab Quick. Ist mir prinzipiell kackegal, wer mich revived. Au. Ja, lauft's einfach. Lasst euch nicht auffressen. Dann kaufe ich mir Chugger eben nochmal. Ist optional. Ist nur optional. Optional. Nicht zwingend notwendig. Wo ist das Kiste? Mit einem Bein noch eine Kiste. Da! Challenge die Kiste und so. Stört sich, wenn ich die Bombe anmache? Nein. Welche Bombe? Deine Mutter! Alter, wenn die mal... Ohne meine Witz... Mutter? Die ja. Deine Mutter TVT! Kollektion! Flammenwerfer! In What's up, du Bishop? Wo ist die verdammte Kiste? Oben! Da muss brennt! Perfekt, bessere Waffe als Flammenwerfer! Also, ich zeige euch mal die Map ein bisschen. Ich laufe ja hier schon zum 100. Mal. Wo ist die schwule Kistenpose? Hier oben. Hier. Ach so. Wir müssen nächste Runde einen Crawler machen. Damit geht's. Fuck, jetzt habe ich die Browning weggelegt. Lass mich nochmal. Idiot. Trottel. Und da ist der Browning wieder. Alter, ich hasse dich, weil du zu viel Glück bei der scheiß Kiste hast. Tja, Deutschland. Und ich hab den Staubsauger. Oh, PPSH. Nehme ich fast. Ja, die habe ich auch gerade in der Hand. Einen kleinen Staubsauger. Hat einfach keinen geilen Waffensound, die Waffe. Tut mir leid. Hat einen Staubsauger den besseren Sound. Ja. Und vor allem hört sie sich mit Ableton auch irgendwann mehr oder weniger wie ein Staubsauger an. Jetzt würde ich gerne Teddy ziehen, wenn ich Pose hier oben. Max Ammo. Ach ja, Teddy. Ich hasse dich so sehr. Mit Ansage. Nice. Immer wieder schafft er den scheiß Teddy. Viermal in dem Spiel schon. Gut, dass ich eigentlich mir auch eine Waffe kaufen konnte. Schon toll, oder? Nein! Lasst mich in Ruhe! Mit der Double B komme ich, glaube ich, nicht mehr so lange. Vermutlich. Durch. Oh, könnte es also als schwierig gestalten. Endstab. Es ist relativ schwierig. Minimal. Ein Zombie damit zu töten. Storage, glaub. Ja, Storage. Okay, ich komme mal runter. Oh.
freaking sweet is that? Oh Gott. Ohne Witz. Burn. Max Ammo. Die again, maggot food. Geh weg von mir. Ich will nicht kuscheln. Jetzt habe ich endlich mal alle Perks.